Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Showdown. Ich weiß, Blaze Black 2 muss irgendwann weitergehen, das ist korrekt. Aber ich habe es schon mal angesprochen, ich spreche es nochmal an. Ich bin die Woche, wo das hier online kommt, nicht zu Hause. Und das Risiko, dass wenn ich Blaze Black aufnehme, dass ich dann Ewigkeiten rumgrinden muss, ist mir zu hoch. Weil ich halt einfach die Zeit dafür gerade nicht habe zum Hochgrinden. Deswegen mache ich jetzt erstmal ein bisschen Showdown. So, wir spielen heute wieder Gen 8 OU und das ist das Team. Ich habe es schon mal in dem Gen 6 Video von letztens ein bisschen angeteasert. Hier haben wir Double Scarf mit Lele. Lele ist nice. Lele hat halt nicht so viel Coverage, weil Hidden Powers fehlen, aber Lele ist nice. Dann haben wir Kyurem mit einem Sub-Juice-Set mit Life Orb. Ist ein bisschen kritisch. Wir haben genug HP, um einen Seismic Toss in einem Sub zu nehmen. Ob das relevant ist, weiß ich nicht. Weil die Mons, die uns Seismic Tossen, sind, ja, Blissey. Den touchen wir eh nicht. Aber, ne, mal gucken. Heatran ist wieder hier. Wir haben Life Orb SD Rillaboom. Wir haben Jockey Helmet Corviknight. Und wir haben Landris Therion auch mit einem Scarf und mit Explosion. Ich habe den Spread aus Gen 7, sollte das gewesen sein, von Scarf Lando genommen. Der hat irgendwann, was hat er genommen? Das Team habe ich jetzt auch schon wieder vor ein paar Tagen gebaut. Der hat 2 kranke Hits genommen. Was war das denn? Das muss ich jetzt tatsächlich nachgucken, weil ich will jetzt keine Scheiße labern. So, Smogon. Also es ist nicht der Gen 7 Lando Spread, ne? Aber es gibt einen Gen 7 Scarf Lando Spread, der so aussieht. So, Landris Therion in Sun and Moon. So, Choice Scarf. Welcher Spread war das? Genau, der nimmt 2 Hits von Kartana. So war es nämlich. So war es nämlich. Und Kartana ist ein Mon, das existiert tatsächlich. Wenn wir mal hier runter scrollen, irgendwo existiert es. KKK wie Kartana. Da oben ist es, da oben ist es. Siehst du, Kartana existiert und dann nehmen wir halt 2 Hits von dem. Ansonsten, klar, Heatran nimmt mal einen Hit, Corviknight nimmt mal einen Hit, aber warum nicht? Warum nehmen wir nicht einfach ein bisschen bulkieres Lando? Passt schon. So, dann suchen wir mal nach einem Battle. Ist gerade ein bisschen zeitlich für mich ein bisschen stressig. Heute kommt PBA wieder online und eigentlich muss ich den Twitter-Account führen und eigentlich muss ich ganz viel Zeug machen, aber ich krieg das irgendwie gebacken. Wir chillen jetzt erstmal hier eine Runde. Der GPL-Draft ist gerade auch noch und den ignoriere ich gut es geht. Ist natürlich ein bisschen... Oh, you're currently suspect in Summer Center Crown. Tut es das? Interesting. Okay. Interesting. So, wir sehen hier Zeraora, wir sehen hier Clefable. Grundsätzlich ein Team, das ich mit Rillaboom bieten kann. Dragonite ist wieder super ekelhaft. Ich meine, wir haben Scarf Lele, das wird schon irgendwie, aber Dragonite grundsätzlich super ekelhaft. So, wir haben mal Jocks of Heatran. Heatran generell gutes Mon in dem Game. Heatran ist generell ein gutes Mon in dem Game. Und Clefable kann halt nicht Softbolt und Teleport spielen. Ich liebe Heatran. Gegen sein Heatran. Das ist ja schön, dass wir hier den Double Heatran Lead haben. Eigentlich gar keinen Bock, von dem ge-Earth-Powered zu werden. Deswegen könnte ich hier eigentlich relativ easy auf Lando gehen. Jo, okay. Und der Junge bleibt hier halt niemals drin. Absolut niemals. Der hat einen Ferrothorn. Und ich bin bereit, diesen Ferrothorn seine Lefties wegzunehmen. Nice. Das waren Lefties of Ferrothorn. Da sind sie weg. So, back to Heatran. Ich habe Defog of Corviknight, das ist richtig. Aber nee, wir gehen erstmal in Heatran. Da kommen Jocks. Dann kommen jetzt meine Jocks. Hallo Dragonite. So, und da... Ja, Dragonite ist halt... Der ist halt ekelhaft. Ich glaube, ich muss hier Corviknight gehen. Raus U-Turn und dann mit Lele kommen. Oh, das ist ein Sub-Dragonite. Das ist jetzt kritisch. Ich glaube, ich muss da trotzdem raus U-Turn. Sub-Juice-Dragonite? Oh nein. Oh nein. Okay. So, trotzdem raus U-Turn in Lele. Lele nimmt mal einen Hit. Und ja, dann fangen wir jetzt an zu Moonblasten. Toxic. Alter. Das ist ein ekelhaftes Dragonite.
Das ist ekelhaft. So, jetzt wird hier entweder Ferrothorn oder Heatran kommen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal mein eigenes Heatran. Ferrothorn. Okay. Hallo, Ferrothorn. Wie geht es dir? Ich gehe einfach für einen Magma Storm, auch wenn er ein eigenes Heatran hat. Schade. Hitten wäre natürlich nice gewesen. Ne? Hätten wir jetzt unsere Lefties noch? Joa, scheiße. Ich klick Magma Storm. Dragonite, okay. Magma Storm ist da geil, weil dadurch geht die Multischuppe nicht rein. Und wenn nicht Earthquake sein einziger Attacking-Move ist, sollte ich ihn hier taunten können. So. Dinge tun ist nicht. Er kann auch seine Multischuppe nicht aufladen. Und ich kann erstmal ziemlich easy in mein mein Corviknight gehen. Ice Beam ist sein Attacking-Move. Okay, dann kann ich den ja eigentlich mit Heatran 1v1. Gut, dass wir das geklärt haben. So, Taunt ist noch draußen. Ich nehme jetzt erstmal einen Defog mit. Auf seinen Heatran. So, sein Heatran hat halt nicht die Rocks. Sein Heatran hat halt nicht die Rocks. Und ich gehe... In einer unschönen Situation. Ich bin in einer sehr unschönen Situation, weil ich will meinen Heatran hier nicht reinbringen. Weil wenn er das Predicted mit Earth Power ist, großes RIP. Und Hard Lando auf die Feuer-Move kann ich auch nicht machen. Ich glaube, ich sack hier Corviknight und gehe für Body Press. Oh, hat geklappt. Ich hätte auch Earth Powern können, aber 57% auf Heatran ist nice. Ist actually nice. Und der ist nicht... Der, war der Leftovers? Nee, oder? Ist das Scarf Heatran? Wir haben den Mix genockoffed. Wir haben den genockoffed. Der ist potenziell Scarf Heatran. Ich gehe für U-Turn. Ich glaube, der ist echt Scarf Heatran. Krank. Hallo Dragonite. Wie geht's dir? Ja, Kyurem outspeedet dich. Es ist Zeit, in Kyurem zu gehen. Und wir sind live auf Kyurem. Und ich versuche jetzt gar nicht erst zu subben. Ich gehe instant für Ice Beam. Ich will sehen, wie viel ich Clef mache. Wir sehen, wie viel ich Clef mache. Ob das ein Dragonite ist weg. Das ist schön. Das ist sehr schön. Aber wir hatten Dragonite auch so oder so mit Heatran gehardwalled. Ist halt schade, dass unser Heatran keine Leftovers mehr hat, weil es einen Magma Storm gemisst hat. Aber das ist ein Risiko, das man eingeht, wenn man Magma Storm spielt. Das passiert dann halt hin und wieder. Hallo Heatran. Nimm halt meinen Corviknight. Nimm den halt. Corviknight einfach der beste Heatran-Switch-In auf dem Planeten. Das ist so dumm. So, wir gehen wieder für U-Turn. Hallo, Zeraora. Du bist jetzt ein bisschen angehittet. So, Zeraora kann Landorus nicht touchen. Heißt, ich gehe in Landorus. Und er hat keine Earthquake-Immunity mehr. Fable, gucken wir mal, wie viel machen wir den. Wir sind offensives Lando, 42%. Grundsolide, rein mit Gillaboom. Weil der muss jetzt softboilen. Okay, da ist softboiled. Gillaboom ist in. Gillaboom möchte eigentlich es dienen. Gillaboom geht für Knockoff. Heavy Duty Boots. Oh, das ist ein Boots Clefable. Also SD hätte mir ohnehin nichts gebracht, weil der nämlich unaware ist. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Dann gehe ich jetzt mal auf Heatran. Der recovered jetzt, weil Terrain. Hallo Ferrothorn. Wie geht es dir, Ferrothorn? Alles super, Ferrothorn? Ich hoffe, es ist alles super, Ferrothorn. Magma Storm. Oder predikte ich sein Heatran mit Earth Power? Ich predikte sein Heatran mit... Scheiße. In meiner Leaf Sheets gemisst. Let's try this again. Wenn ein Heatran geht, dann sack ich halt meinen Corviknight. Ich habe versucht das schon die ganze Zeit. Hallo Heatran. Ich versuche schon die ganze Zeit Corviknight zu sacken, aber er lässt mich ja einfach nicht. Und unser Heatran ist jetzt fast voll. Willst du eigentlich meinen Corviknight killen? Nee. Das ist einfach dumm, was hier passiert. Wir U-Turn mal wieder raus. Einfach jedes Mal in Corviknight gehen. So, hallo Dragapult. Hallo Dragapult. Scarf Lele? Fühle ich eigentlich schon.
Einfach mal Scarflele bringen und Moonblasten. Hier kommt er. Ferrothorn. Gucken, wie viel machen wir dem. Das hat ein Scarf, wir machen nicht so viel, aber der hat keine Leftovers. 18. Rein mit Heatran. Da kommen jetzt wahrscheinlich Leech Seeds. Ne, es kommt ein Knockoff. Ja, das ist meinem Heatran egal. Das ist meinem Heatran egal. Wir probieren es nochmal mit einem Magma Storm. Enemy Heatran. Ich habe jetzt so oft Corviknight reingebracht. Es ist doch eigentlich langsam Zeit für ihn, das zu predikten, oder? Ich gehe das nicht ein. Ich gehe einfach wieder auf Corviknight. Es ist so dämlich gerade, ne? Es ist so dämlich. U-Turn. Hallo, Dragapult. Na? Alles super? Ich chip das Team down. Ist mir scheißegal. Ich chip das down. Ich wechsle 100 Mal mein Corviknight in Heatran. Ich bleib bei Moonblast. Ich habe überlegt, Psychic zu drücken, in der Hoffnung, dass das wird Ferrothorn halt mehr machen, aber nö. Das brauche ich nicht riskieren. Auf die potenziellen Leech Seeds, ich bringe einfach mal Rillaboom rein. An seiner Stelle würde ich jetzt Leech Seeden. Liegt Jocks, okay. Ja, das ist auch ein Play. Das ist definitiv auch ein Play. So, was drücken wir hier? Sword Stance, Knockoff, Grassy Glide, Superpower, Clefable. Okay, hallo Clefable. Mein Attack Drop existiert halt nicht wegen seinem Unaware. Das ist ganz cool. Jetzt ist die Frage, drücke ich jetzt einfach Grassy Glide? Ich glaube halt nicht, weil Rillaboom zu wichtig ist und ich habe einen Heatran. Und er hat auch einen Heatran. Ich würde halt eigentlich schon ganz gerne nochmal defoggen irgendwann. Aber wenn er jetzt Corviknight killt, dann kann ich mit meinem Heatran selber Jocks legen. Nee, wir gehen auf Corviknight. Und dann haben wir halt beide Jocks. Das ist auch in Ordnung. Lava Plume, Rip Corviknight. So, das ist ein Scarf Heatran. Ich bin mir sehr sicher, dass das ein Scarf Heatran ist. Deswegen gehe ich jetzt in mein eigenes Heatran und ich lege meine eigenen Jocks. Ground Immunity habe ich immer noch mit Lando. Hallo Dragapult. Was geht ab? So, ist natürlich die Frage, was das für ein Dragapult ist. Und ob es nicht doch Zeit ist, Heatran Landorus reinzubringen. Aber wenn ich Landorus reinbringe, kriege ich Probleme mit Scarf Heatran, wenn er Earth powered. Tat Lele kann ich nicht machen. Ich glaube, ich muss Kyurem reinbringen. Das Scarf Dragapult oder Specs? Kyurem, weil es gibt Scarf Dragapult. So, Kyurem Custom Set versus Dragapult. Ne, das sind Specs. Das ist Specs. Das ist Specs. 52,1 sollte eigentlich nicht mal in der Roll sein von Specs. Also von daher, das ist Specs. Bringen wir wieder Lele rein. Und jetzt sollte ich ziemlich safe Moonblasten können. Wobei Heatran natürlich existiert. Wie viel mache ich denn mit Tapu, Lele und einem Psychic Move gegen Dragapult? Psychic könnte killen. Und wenn nicht, ist er in Range von Jocks. Hier für Psychic. Hallo Heatran. Dem mache ich nämlich so deutlich mehr als, ja, als mit einem Moonblast. Und ich bin halt schneller, weil ich auch gescarft bin. Deswegen zack, Heatran weg. Let's go, Scarflele. Ferrothorn. Ja, Psychic macht halt nichts. Geht wieder Heatran. Leech Seeds. Okay. Waren irgendwo zu erwarten. Und er hat halt nichts, was auf Magma Storm reinkommen möchte. Ich muss ihn nur treffen. Ich muss den Magma Storm nur treffen. Nice.
Okay, Clefable kriegen wir auch kaputt. Sehr schön. Hier kann ich jetzt einfach Earth powern. Und ich nehme dann auch keinen Leech Seed Schaden mehr, weil der Gegner nicht existiert. Jo, Clefable weg. Leech Seed steht. Wien 1. Jetzt kommt wahrscheinlich, jetzt kommt entweder Zeraora. Auf Zeraora habe ich einen Switch in. Oder es kommt wieder Dragapult. Da ist es. Hallo Specs Dragapult. Was geht ab, Specs Dragapult? Ich gebe dir jetzt meinen Rillaboom. Ja, ich gebe dir meinen Rillaboom. Zack. Das war Rillaboom. So, ist Dragapult immer noch in Range? Nein, geht nicht, weil Ferrothorn existiert. Heißt. Da habe ich gerade reingeschissen. Ich hätte ihm gerade kein Grassy Terrain geben sollen, weil dann hätte er Ferrothorn nicht mehr einwechseln können. Ah, nee, never mind. Grassy Terrain ist eh weg. Okay. Wir drücken wieder Psychic. Dragapult ist in Range von Psychic. Ferrothorn kann ich einwechseln mit Rocks. Zack, Dragapult weg. Jetzt muss er in Ferrothorn gehen. Wie machen wir Zeraora mit einer Psychic? Zeraora. Oh, you physical pivot. Oh, you special. Mir scheißegal. Psychic macht 72. Okay, jetzt setten wir Heatran. Wir haben unser Earthquake Lando noch. Da kommen wieder die Leech Seeds. Glaubst du, der hat Protect? Magma Storm. Zeraora? Ah, da hätte ich mal ge-Earth-powered. Wäre grundsätzlich geil gewesen. Aber wir haben Zeraora gehittet. Das ist sehr schön. Heißt, der ist jetzt auch definitiv im Psychic Range. Aber ich kann halt auch einfach auf Lando gehen und anfangen zu Earthquaken. Ich bin halt ein Scarf Lando. Double Scarf, let's go. Double Scarf erleben auch beide noch. Hallo, Ferrothorn. Ich werde dich Earthquaken. Da kommst du auch mit Leech Seeds nicht mehr raus aus der Kacke. Ja, GG. Lief doch. Lief doch. Gerne wieder. Lief doch. Ich bin noch bei höher bei meinen 1700. Aber es hat doch funktioniert. War doch super. Und seht ihr, da ist gar, es funktioniert. Okay, da haben wir ein Regieleki. Heißt, wir wissen, dass wir Landorus aufbewahren und nicht in die Luft jagen. Corviknight wird ganz schön überbelastet hier, ne? Da ist ein Shuckle Cyber Offense hier. Also, das ist ein Suicide Lead Shuckle. Heißt, ich nehme meinen Kyurem und ich sub einfach auf dem Shuckle. Oh, er leadet Zapdos. Okay, dann gehe ich in Corviknight. Close Combat. Aua, das ist Bandit. Das ist Bandit. Schade, dass ich ihn nicht intimidaten darf. Wegen Defiant. Ich finde einen Lele von einem Bandit Close Combat. Zapdos. Gala. Choice Band. 37. Heißt, könnte ich reinbringen und einfach mal easy Moonblasten. Müsste ich einfach Psychicken, da hat er noch keiner auch nichts drauf reinbringen. Dann gehe ich doch Lele. Zack, Banner Close Combat nehmen wir, vierfach resisted. So, und jetzt muss er erstmal irgendwie was auf eine Psychic reinbringen. Ich nehme den Psychic nicht im Psyshock, weil Psychic das Katana zerstört. So, Zapdos, dann mach mal. Sein eigenes Lele. 34%. Dann gehen wir mal auf Heatran. Ich hätte gern Jox. Jox wären cool. Psyshock. Critical Hit, 37%. So, dann gucken wir doch mal. Wie viel würde ein Crit gegen meinen Heatran machen, der auch gescarft ist vielleicht. Heatran. Crit Psyshock. 37,4 absolute Max Roll. Geil. So, und dann würde halt ein Focus Blast 61 Max machen. Heißt, meine Jocks kriege ich. Hallo, Gala Zapdos. Was geht ab? So, Zapdos. Das Ding ist halt, ich muss dir jetzt mein Corviknight geben. U-Turn ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Machen wir so. Machen wir so. Gar kein Ding.
sehe halt nicht, was du jetzt mit Klaus Kommel groß verloren hättest, aber es ist in Ordnung, wenn du U-Turn möchtest. Der Rocky Helmet-Schaden von Corviknight ist auch ganz nice gerade, den wir hier kriegen. Der ist ganz nice. Katana. So, Kart. Weißt du, was das Ding mit dir ist? Gar keinen Bock auf Setup. Gar keinen Bock. Knock mich ruhig, kein Ding. Friss ein Body Press. Live-Op-Katana, okay. Jo, der macht nichts mehr. Der muss mich jetzt erstmal anfassen. Soll er probieren, ich U-Turn. Okay. Ja, plus 1 Attack. So, wenn er gescarft ist, wäre halt scheiße. Deswegen gehen wir mal auf Gillaboom und drücken unseren Grassy Glide. Wenn er drin bleibt, stirbt er. Wenn er auswechselt, liegen Jocks. Und ich glaube, der hat halt keinen Hazard Removal auf dem Team. Hat er halt einfach nicht. Dass er nicht Shuckle geleadet hat, ist weird. Tapu Lele. Okay, das war's mit meinem geilen Terrain. Ja, Gillaboom ist schon nice in dem Game. Und ich möchte jetzt ungern wieder in Heatran gehen. Aber mein eigenes Lele ist halt nochmal ein bisschen geiler als Gillaboom, ne? Ich bringe Heatran. Ich glaube, der ist Scarf Lele. Focus Blast. So, unter der Annahme, dass der wirklich ein Scarf Lele ist. Sag mal, Landorus. Wie viel würdest du denn nehmen gegen Tapu Lele? ...27,4 von Focus Blast. Das ist okay. Ich gehe Lando. Okay. Da ist Galazapdos, hallo. Da kann ich so nicht drin bleiben. Das ist jetzt doof. Mit den beiden immerhin bin ich gescarft und kann ihm eine U-Turn geben. Ich brauche mein Lando für Regi Illiki. Ist es Zeit, sich von Heatran zu verabschieden? Wahrscheinlich, ne? Weg mit Heatran. Ja, ich muss Lele gehen, der ist das einzige schneller. Und es spricht eigentlich nichts dagegen zu Moonblasten, oder? Nö. Let's go, Moonblast. Das gönnt sich jetzt einen Kill. Außer Shuckle vielleicht. Shuckle nimmt wahrscheinlich 2. Shuckle nimmt wahrscheinlich 2. Deswegen sollte ich vielleicht okay. Hat sich erledigt. Gucken wir mal. Ja, ich wollte gerade auf Psychic wechseln. Wegen Shuckle. Ich gehe auf Kyurem. Weil Kyurem einen Sub kriegt. Jocks. Okay. Substitute. Encore. Kann er halt machen. Der kommt halt nicht durch diesen Sub durch. Sticky Webs. Okay, das ist jetzt ekelhaft. Final Gambit. Rip Shuckle. Ich habe halt noch mein Scarf Lando. Das wird vom Web nicht beeinflusst. Hallo Chomp. Okay, hier gehe ich jetzt hart Lele, weil ich nicht will, dass das Chomp einen Speedboost sich abholt. Sword Stance. Okay. Und der muss halt jetzt Earthquaken. Und deswegen gehe ich jetzt auf Lando. Oh, aua. Das hat wehgetan. Das hat actually wehgetan. So, U-Turn raus. Nimm Juskin, aber ist in Ordnung. Wieder rein mit Lele. Wir wollen ihm jetzt hier keinen Speedboost geben. So. Scale Shot. Sind wir immun gegen. Und jetzt gehen wir Gillaboom. Holen damit Grassy Terrain raus. Heißt, schwächt sein Earthquake. Aua, eine Stone Edge. Die zwiebelt. Die zwiebelt richtig. Und jetzt gehen wir hier für einen Grassy Glide. Zapdos Gala. Dead. Dann wird jetzt Lele wieder von ihm kommen.
Ist es uns überhaupt noch möglich, Lele zu bieten? Drückt er es nicht einfach Psychic und gewinnt? Weil Lando ist ja auch zu langsam für den. Fuck. Ich glaube, Lele nimmt halt auch keinen Hit mehr. Nee. Ah, Dreck. GG. Ah, die Webs waren es dann doch. Shuckle hat tatsächlich was getan. Ich habe gegen Shuckle verloren. Ich schäme mich ein bisschen. Ich schäme mich gerade ein bisschen. Okay, also nächstes Mal, wenn ich einen Shuckle sehe, bisschen aufpassen. Bisschen aufpassen. Nicht versuchen, auf dem zu subben. Der onkommt mich direkt. Hallo, Summer Center Crown. Dann wollen wir mal gucken, wie wir gegen dich klarkommen. Ne? Du kriegst einen plus 1 Death Boost, wenn du reinkommst. Heißt, mit Lando draufhauen ist nicht so. Auch zu schnell für Heatran, ne? Ja, 390 Speed, definitiv zu schnell für Heatran. Alter, wie biete ich das Vieh? Was mache ich denn dagegen? Heatran hat wieder ein geiles Matchup. Ja, ich liebe wieder Heatran. Dragapult. Ich werde nicht auf den Shadow Ball jetzt in Lando gehen oder so, ne? So ein Specs Shadow Ball. Aber ich will auch nicht riskieren. Warte, lernt der Earthquake? Slash Learn Dragapult Earthquake. Kann kein Earthquake. Von daher nehme ich den, okay. Dann lege ich aus dem Jock. U-Turn, ja, von dem Damage, der sollte schon ziemlich Specs sein. Taunty, hallo Taunty. So, du willst mich jetzt knocken, das weiß ich ziemlich genau. Ich gehe auf Corviknight. Jo, da ist der Knock. Und jetzt U-Turn ich hier mal raus. Taunt ist leider der Defogger. Schade. Ich habe die Mirror Armor übrigens, einfach wegen Intimidate Lando. Wahrscheinlichkeit, dass es was tut, nicht so da, aber vielleicht. Vielleicht. Ich würde hier gerne Kyurem gehen, aber ich habe da zu viel Angst vor gerade. Gehe ich, glaube ich, lieber auf meinen. Ich könnte Scarf Lando gehen und einen Knockoff raushauen. Wenn Pharaoh reinkommt, verliert es immer seine Lefties. Das wäre nice. Und One-Hitten kann er mich nicht. Oh, er geht in sein eigenes Lando. Okay, tschüss Item auf dem eigenen Lando. Leftovers. Okay. Rein mit Corviknight. Habe halt keinen Jockey Helmet mehr. Das ist ein bisschen schade. Dann ist das Lando wahrscheinlich sein Jocker. Und das Ferrothorn hat höchstens Spikes. Die auch wehtun. Ne? Nicht falsch verstehen, die tun auch weh. Aber es könnte schlimmer kommen. Ich habe echt Angst vor diesem ja, ist das Summer Center, ne? Ja. Ich weiß nicht, was ich dagegen tue. Rocks. Okay. Ich bin Defog. Kein Bock auf diese Tarnsteinchen. Dragapult. Okay. Ist halt ein Specs Dragapult. Den gehe ich auf Heatran. Shadow Ball. 36. Gib mir meinen Jock. Taunty, da ist es wieder. Hallo Taunty. So, ich gebe dir meine Lefties nicht. Vergiss es. Ich muss irgendwie was Starkes rein U-Turn gleich. Sonst geht ja alles in die Hose.
U-Turn. Da defogt er wieder. Nehme ich mit Kyurem eine Superpower? Ich nehme mit Kyurem eine Superpower. Ich kalk das gar nicht. So, rein mit Kyurem. Ice Beam. Wenn du Superpower hast, stirbst du. Ferrothorn. Okay. 42. Und ich spam weiter mein Ice Beam. Der recovert da nicht gegen. Wenn er spiken möchte, schieß. Oh, bitter. Das heißt, kein Gyro Ball oder Knockoff für ihn. Das ist sehr bitter. Ich versuche einen Sub zu kriegen jetzt. Slowking Gala. Earth Power. 40. Nee, ich nehme den Damage. Ich gehe nochmal für Earth Power. Spidef Drop. Bitter. So, Kyurem weg. Aber wir haben das Ferrothorn kaputt und der Slowking hält auch nicht mehr so lange durch. Und jetzt kann ich eigentlich auf Heatran gehen und Druck aufbauen mit Magma Storm. Muss ihn nur treffen. Ich muss nur den Magma Storm treffen. Und ich kann ihn nicht einfach Earthpowern, weil genau, wegen sowas. Okay, Magma Storm getroffen. Magma Storm ist getroffen. Ich hätte gerne diesen Rock. U-Turn raus. Auf. An dem Punkt habe ich halt brauche ich halt Heatran nicht mehr so zwingend, weil Ferrothorn eh gefreezed ist. Hallo Slowking, ich habe jetzt Rocks, das ist sehr nice. So, Magma Storm. Taunty wieder hier, Magma Storm nochmal gehittet. Sehr schön. Magma Storm. Wenn ich den nochmal hitte, dann ist Taunty einfach weg. Knockoff, bitter, bitter, aber okay, Taunty ist weg. Trade, den ich eingehe. Absolut guter Trade. Hallo Samazenta. So, wie geht man mit einem Samazenta um? Vielleicht mit Corviknight? Aber der ist wahrscheinlich. Kann der SD oder so? Behemoth Bash? Was macht das? Keine Ahnung, was das macht. Ich U-Turn hier raus. Dragapult, hallo. So, Remetzger auf Lando und einen Knockoff raushauen, würde ich sagen. Wahrscheinlich kann man Samazenta nicht knocken, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee, warte, ich U-Turn lieber. Ich U-Turn lieber. Der hat sein eigenes Lando, das hier reinkommen kann. Wenn nur Dragapult drin bleibt, kann ich immer meinen Corviknight abwerfen. Ist dann nicht so tragisch. Heatran hier reinbringen ist eine doofe Idee. Heatran ist zu gut. Draco Meteor. Potenziell nehme ich noch einen, aber U-Turn einfach. Ha, habe ich genommen. Nice. Den U-Turn-Damage nehme ich aber. Den nehme ich. Und dann gehen wir in Scarf Lele. Der ist in Range von Psychic. Und da kommt auch nichts drauf rein. Der outspeeden auch das Kack-Samazenta. Ferrothorn, ja, der ist dead. Der ist auch gefreezed. Samazenta, hallo. Gar keinen Bock, einen Hit von dir zu fressen. Ich bin ehrlich mit dir. Mein Corviknight als Hack wäre noch ganz geil später zu haben. Willst du Bekanntschaft mit Scarf Lando machen? 35%. So, du hast dein eigenes. Du nimmst halt das Earthquake ohne Probleme, ne? Ich gehe für ein Earthquake. Schade, ich wollte U-Turn, weil er sein eigenes Lando hat. Aber ich dachte, Alter, der nimmt das doch zu gut. Das will er nicht. So, kein Bock auf die Scheiße. Der legt jetzt Rocks. Heißt, ich gehe auf Lele. Wenn der jetzt Rocks legt, dann gehe ich auf Lele. Ja. Wait. Fuck, ich muss Corviknight zacken. Mir ist gerade aufgefallen. Moment mal. Mein Psychic Terrain ist nicht hier. Meine Psychic ist nicht stark genug. Scheiße. Okay, da bin ich jetzt selber schuld. Das war sehr dumm. Das wäre sehr dumm. Das war der Turn, in dem ich hätte meinen Corviknight reinbringen sollen. Hallo, Slowking. Na, wobei. Tapu Lele.
gegen Slowking. OU Assault Vest. Nee. Psyshock macht zu wenig. 50%. Ich kann aber Drillerboom gehen und Knockoff drücken. Dann verliere ich meinen Drillerboom, aber Slowking seine Assault Vest. Und ich breche ja sonst nicht durch, wenn das Slowking die Psychic so gut nimmt. Nimmt halt 25% sonst. Und der ist dead. Okay, das ist auch gut. Das ist auch gut. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, er nimmt einen. Aber okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann ist Rillaboom halt einfach fucking strong. Sag mal, Rillaboom. Wie viel nimmst du von Summer Center? Summer Center Schaunt. Also offensiv macht er mir 80%. Also wenn er ein offensives Set ist. Hey, wenn ich plus 2 gehe mit dem SD, dann mache ich mit Dressy Glide schon 30%. Incredible. Hallo, Jaggerpult. Wait a second. Jaggerpult. Specs, ist der nicht in Range? Ja, ist er. Weird. Ha. Huh. Den habe ich nicht verstanden. Wahrscheinlich für den Live-Op-Schaden. Samazenta. So, wenn das jetzt ein offensives Samazenta ist. 81,2% Max. Ich gehe für Superpower. 60%. Solide. Und richtig Recover hat das Ding ja auch nicht, ne? Also Recovery. Ich gehe für Grassy Glide noch. 10% noch. Das wirkt ein bisschen gegen mein eigenes Grassy Terrain jetzt gegen. Und jetzt sollte ich ohne Probleme in Lele gehen können. Mein sehr nices Scarf Lele. Und auf eine Psychic drücken. Zack. So, und das Lando Psychic ist auch. Dead. Okay, gut. Ja, also das ist natürlich jetzt ungünstig gelaufen mit dem Freeze für ihn. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann erstmal beim nächsten Mal. Tschüss.